Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gassi-Talk. Heute mit dem Thema, wie kann ich meinem Hund das Apportieren beibringen? Hi Kika. Ich möchte euch zum einen erst einmal erklären, wozu das Apportieren eigentlich gut ist und ja, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, seinem Hund das Apportieren beizubringen, welche verschiedenen Apportiermöglichkeiten man hat und auch nochmal einen Tipp geben, wie ihr wirklich einen absoluten Totalverweigerern das Apportieren näher bringen könnt. Viel Spaß mit diesem Gassi-Talk! Wozu ist das Apportiertraining denn eigentlich gut? Also zum einen stärkt das Apportiertraining die Aufmerksamkeit des Hundes, die Konzentrationsfähigkeit und eben auch die Impulskontrolle. Und es stärkt die Bindung und das Vertrauen zum Besitzer. Nebenbei ist es natürlich einfach eine absolut artgerechte und sinnvolle Beschäftigung für den Hund. Golden Retrievern liegt das Apportieren natürlich absolut im Blut. Sie bekommen das direkt mit der Geburt meistens schon in die Wiege gelegt. Und wenn man eben einen Hund wie einen Goldie oder Labby hat, hat man in der Regel gar nicht so arge Probleme, dem Hund das Apportieren beizubringen. Wie funktioniert denn das Ganze mit dem Apportieren jetzt eigentlich? Also, wir haben es damals bei Aiko so gemacht, dass wir den Dummy, beziehungsweise damals war es einfach nur ein ganz normaler Knoten, den wir geworfen haben, den haben wir in der Wohnung einfach ein paar Meter weit weggeworfen und Aiko ist direkt hin und hat ihn zurückgebracht. Als er den Knoten aufgenommen hat, haben wir ihn wirklich da schon überschwänglich dafür gelobt und auch für das Zurückkommen haben wir Aiko ganz, ganz doll gelobt und ihm eben auch mit einem Leckerchen belohnt, was natürlich den Vorteil hat, dass er dann auch die Beute wieder loslässt. Wichtig ist allerdings, dass ihr ihm die Beute nicht sofort wieder abnehmt, dass ihr ihm erstmal das Erfolgserlebnis lasst. Das ist jetzt eine Möglichkeit, wie man dem Hund das Apportieren beibringen kann. Aber es gibt eben auch absolute Apportiermuffel, die sich überhaupt nicht überzeugen lassen, einem Gegenstand hinterher zu hetzen und es wieder zurückzubringen. Und da kann man eben ganz anders vorgehen, indem man sich beispielsweise so einen Futterdummy besorgt. Der hier ist im Übrigen ziemlich dreckig, weil Aiko ihn ja vorhin verbuddelt hat. Der ist gefüllt mit Leckerlis. Man kann eben auch eine Tagesration Futter hineinpacken, also beispielsweise eine Morgenration oder eine Abendration, die sich der Hund eben verdienen muss. Und ihr könnt mit dem Dummy dann einfach auf euch aufmerksam machen, ihn in die Luft schmeißen, damit rumfuchteln und ja, einfach die Aufmerksamkeit eures Hundes auf den Gegenstand, also auf den Dummy, richten. Irgendwann wird der Hund dann zu euch kommen und möchte eben auch diesen Dummy haben. Ihr könnt ihm, um das Ganze noch zu verstärken, ihm einfach schon aus dem Dummy etwas Futter geben, ihm also quasi etwas anbieten, damit der Hund eben auch weiß, alles klar, da ist mein Futter drin. Und im nächsten Schritt schmeißt ihr den Dummy einfach gute 20 cm von euch weg und der Hund wird eben sofort auf den Dummy stürzen und sich den Dummy holen. Dann lasst ihr euch den Dummy zurückgeben oder ihr nehmt euch den Dummy eben und füttert den Hund daraus oder lasst ihn daraus fressen. Den Abstand könnt ihr dann je nach Training immer weiter vergrößern und der Hund wird den Dummy zurückholen, weil ja eben sein Futter da drin ist und er möchte ja etwas fressen. Also, das ist die Möglichkeit, wie man ans Futter kommt. Dummy aufnehmen, zu Frauchen oder Herrchen zurückbringen und sich das Futter geben lassen. Die Kommandos, da sind euch eigentlich kaum Grenzen gesetzt, sag ich mal. Also die meisten Leute nutzen eben das Wort Apport oder das Wort Bring, wenn der Hund eben den Dummy zurückbringen soll. Könnt ihr machen, müsst ihr natürlich nicht. Manche sagen auch Such. Wir machen es so, also wir sagen schon Apport dazu und das Wörtchen Such nutzen wir tatsächlich nur, wenn Aiko zwar auch irgendwo hinrennen soll, um etwas zu suchen, aber das ist dann meistens Leckerlis und die darf er natürlich behalten, die soll er ja nicht zurückbringen, die soll er fressen und deswegen nutzen wir das Wörtchen Such einfach, wenn er etwas suchen soll, was er dann auch behalten darf. Und das Wort Apport tatsächlich, wenn er etwas zurückbringen soll. Ich zeige euch jetzt einfach mal, die Variante, wo tatsächlich deutlich mehr Aufmerksamkeit und eine größere Impulskontrolle gefordert ist von Aiko. Aiko, sit, bleib. Er soll jetzt bleiben, bis ich wieder zurückkomme.
Ich lege den Dummy dorthin. Na, sit. Oh, der hat wieder irgendeine Fliege entdeckt. Ach, eine auf seinem Kopf auch noch, Ike. Ja, das ist ja wirklich fies hier. Hm? Abort! Und jetzt schicke ich ihn los. Und er bringt es zurück. Mein Tipp an euch, übt das Apportieren nicht direkt draußen, sondern übt es erstmal bei euch in den eigenen vier Wänden, wo es deutlich ruhiger ist, wo der Hund sich besser konzentrieren kann. Und wenn es drin gut sitzt, das Apportieren, und der Hund auch weiß, was von ihm verlangt wird, dann könnt ihr das Training langsam nach draußen verlagern. Und wir haben ganz am Anfang mit einer Schleppleine gearbeitet, also Aiko an die Schleppleine befestigt und ihm dann quasi den Dummy geworfen oder den Dummy irgendwo abgelegt. Einfach, weil ich mir nicht sicher war, ob Aiko damit ausreißt, also ob er die Kurve kratzt mit dem Dummy. Da waren wir uns einfach am Anfang nicht sicher, weil wir halt noch nicht wussten, ob das so mit dem Freilauf funktioniert. Mittlerweile ist das überhaupt kein Problem mehr. Und die Leute, die mich schon etwas länger verfolgen, kennen wahrscheinlich auch diesen Ort hier. Das ist ja meine absolute Lieblingsapportierstelle. Das habe ich schon mal in irgendeinem Video erwähnt. Und hier ist es einfach total toll, dass es so verschiedene Wege gibt. Also hier zwischen diesen Gräsern sind halt überall so kleine Wege, wo man herlaufen kann. Und hier kann man halt wunderbar Suchspiele spielen. Also wenn Aiko dann eben sitzt und wartet, bis ich wiederkomme, ich kann den Dummy hier irgendwo verstecken, komme zurück zu ihm und er soll ihn suchen. Also hier hat man wirklich tolle Möglichkeiten. Man kann hier auch einfach Dinge schön wegwerfen. Das war's jetzt mit diesem Video, also mit diesem Gassi-Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch das Apportieren etwas näher bringen. Ihr habt Tipps an die Hand bekommen, die irgendwie auch hilfreich für euch sind. Wenn ihr dazu noch Fragen haben solltet, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr andere Methoden kennt, wie man das Apportieren dem Hund beibringen kann, dann schreibt es auch gerne in die Kommis. Und ja, ich freue mich drauf. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss!